so eine Glückssache mehr oder weniger. Gut, also da haben wir alles. Da haben wir alles. Militär haben wir fast alles. Bis auf das da. Was ist das? Okay, das ist auch nicht schlecht. Da haben wir fast alles. Da haben wir alles. Da haben wir fast nichts. Ja, komm, da machen wir Militär komplett fertig. Und dann... ja. Komplett fertig. Und, ja, danach gehen wir auf Wirtschaft. Weil Wirtschaft, wir haben 360... Nahrung, das wird schon einiges aushalten. Du hast was bekommen? Upsa. Du hast nichts bekommen. Du hast was bekommen? Du bist auch fertig. Alexandria, du bist im Arsch. Du bist sowas von im Arsch. Sag mal nicht, ich tue es trotzdem. So, du hast auch was bekommen. Das ist schön. Ich mach mal einen Strategen aus dir. Du bist 28. Hm, gerne euch zu und passt ja, dass ich dann Stratege ausgewählt habe. Das ist gut. Du hast nichts bekommen. Du bist Gottes mal weiter schön. Theresa. Sie ist aber nichts. Okay, was machen wir hier? Wir kämpfen. Wir kämpfen. Weil wir können es schaffen, zuerst die Stadt einzunehmen, bevor er landet. Und wenn wir die Stadt haben. Nebel, nee. Sagt er und ja, macht trotzdem. So. Ah, das ist schon so ein. Okay. Bereit zum Einsatz. Tribunal! In Kürze werden wir diesen Ort den Feind. Schnell! Ja, das ist natürlich dann richtig geil. Dann später, wenn die Flotte, die sich gerade nicht wirklich bewegt, ja, wenn wir hier alles eingenommen haben. Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Beacon-Infanterie zu euren Diensten! Für Makedonien! Königliche Peltasten! Nahkampfgruppen erwarten Befehle! Ja, da kann ich eigentlich schon angreifen. Schleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Heteirenreiterei! Einfach frontal drauf. Zu Befehl! Schildwall. Bam. Königliche Peltasten für Makedonien. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! In Teilen!
So. Feuer frei aus. Ausgewählte Schwerter. Alter, die sind zwar gebrochen, aber kämpfen trotzdem weiter. Beziehungsweise, nee, die können sich halt ja wieder sammeln, das ist halt richtig mies. Fertig. An sich bräuchte ich ja jetzt gar nicht mehr dabei sein, weil das gewinne ich jetzt 100 Pro. Naja. Ja. Wasser im Boot drin, ne? Ja, komm. Ja. Doch, ja. Er schafft es. Sehr schön. Sehr schön. Dum. Mal schauen, ob er ganz außen rum geht. Nee, kann er gar nicht. Oh, der Arme. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, und hier kommt der ganze Schmodder hoch. Wow. Sehr schön. Ist so geil immer, wie die sich hier festbacken. Oh, naja, egal. Kavallerie, Geschwindigkeit!
Also, solange der andere nicht mit ist. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann gehe ich mal wieder hier hinten rein. Und dann hat sich alles. Und die kommen die jetzt auch? Ja. Hätten sie mal mit allem machen müssen, ne? Also mit allen formieren und dann geballt angreifen. Aber egal. Ich mach mal alle auf jemand anders. Mhm. Das war ja erfolgreich. Ach, lasst es gut sein, lasst es gut sein. Einfach nur dämlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir erwarten eure Befehle. Befehle verstanden. Ja, Kommandant. Vorrücken, wegrücken. Ja, jetzt haben die nicht mehr ganz so viel Druck. Das ist ganz gut. Fürs Erste. Ist ganz praktisch jetzt, dass ich jetzt rausgegangen bin sogar, weil sonst hätte er die Klappe zumachen können. So. Ich erwarte eure Befehle. Ich mach mal hier jetzt auch von der Seite Klappe zu. Ernsthaft? Du chargst in die Kavallerie? Beziehungsweise versuchst die Kavallerie zu verfolgen mit Männchen, okay. Mit Infanterie. Der macht gut Druck, ehrlich gesagt. Die Kaniere erwarten eure Befehle. Kudos! Schiff Typ, Elfmann ist auch! Kudos! Feindliche General ist.
Bereit zum Einsatz. Befehl verstanden. Ich hole die mal da raus und wechsle mal kurz. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Makedonier sind bereit! General! Kavallerie! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Kavallerie! So. Hetairenreiterei! Befehle? Rotidos! Kommandant! Delos! Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Ja, ich checke ehrlich gesagt nicht, was der da alles macht, aber. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Na egal. Blühen auserwählten Schwerter. Der hat ziemlich eine Salve abgekommen. So. Kurz vorspulen. Also, war nicht ganz so spannend, aber naja. Bei solchen Sachen ist es halt meistens so, dass ja, man das spielen muss, damit die KI ja, das checkt. Dass sie eigentlich keine Chance hat. Ausgerechnet wird meistens, da bekommt man ja meistens mehr Verschleiß, also mehr Schaden. Der hat jetzt alles wieder zurückgemacht, ne? Mehr Schaden und ja, das war's eigentlich. Gut, drei. Oje, wir zocken schon viel zu lang. Schauen noch kurz, was es noch gibt. Ich glaube, das war's. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier müssen wir schauen, dass wir hier, ich glaube, hier holen wir uns nochmal eine Armee. Der ist ganz gut. Der ist auch ganz gut. Der ist am besten.
Aber ist nicht von uns. Ah, das ist dieser eine Verräter, ne? Ja. Kinder des Zeus, Level 2. Dann können wir aber trotzdem hier zum Beispiel den Verräter, genau, aufstellen und der macht dann Selbstmord. Also natürlich nicht durch uns oder so. Gehört es uns? Also unserer Fraktion? Ja. Dann hier. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.